Ist das der schönste und beste Schulplaner aller Zeiten? Wir werfen einen Blick hinein und ihr entscheidet. Also dranbleiben, denn jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu Betzold TV. Ja, ihr seht schon vor mir, die neuen Schulplaner für das Schuljahr 22/23 sind da. Ich zeige euch, was euch im Inneren erwartet und welche Varianten es gibt. Alle Planer findet ihr in unserem Shop. Wenn euch der Inhalt egal ist oder ihr die Schulplaner von den letzten Jahren schon kennt, dann klickt euch einfach in den Shop. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und wer sich unsicher ist, der bleibt jetzt einfach dran, denn wir schauen uns den Planer jetzt gemeinsam an. Und ja, zunächst einmal zu den Varianten. Es gibt ihn im Hardcover A4+. Es gibt ihn als A5, auch Hardcover. Und ebenfalls Hardcover als Ringbuch im DIN A4+ Format. Außerdem gibt es dann noch Tischkalender, aber dazu kommen wir später. Vom Inhalt her sind die drei Varianten im Prinzip identisch, deshalb widmen wir uns jetzt einfach dem DIN A4 Schulplaner. Da seht ihr dann am besten, was drin steckt. Schieben wir zur Seite und dann schauen wir einfach mal rein. Wenn wir ihn aufklappen, haben wir gleich die Möglichkeit, 2-Stunden-Pläne einzutragen, ein paar persönliche Daten und wir haben ein Inhaltsverzeichnis. Und ganz praktisch, wir können auch hier reinschreiben, welche Klassen wir haben und dann sehen wir auch, auf welcher Seite unsere Klassenlisten jeweils sind. Hier haben wir noch ein paar Bändel, um uns die wichtigsten Seiten direkt zu markieren. Wenn wir weitergehen, dann jetzt deshalb als Design-Schulplaner, denn es gibt viele bunte Designs, alles ein bisschen verspielt, alles ein bisschen bunter. Es gibt auch meistens, oder nicht meistens, immer am Anfang eines Monats eine ja, humorvolle, nette Mitmachseite, wie auch immer man es nennen will. Es sind unterschiedliche Themen, mal ist ein Rezept dabei, mal irgendwelche Listen, mal was zum Kopieren und Ausschneiden. Schaut es euch einfach an. Ich werde jetzt nicht alles im Detail zeigen, aber wir gehen ein bisschen durch. Ja, dann haben wir Jahreszeiten-To-Do-Listen. Also wenn wir spezielle Pläne haben, die wir in den einzelnen Jahreszeiten machen wollen, können wir die hier reinschreiben. So, jetzt kommt schon fast das Wichtigste. Haha, die Ferientermine. Und zwar für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wie wir sehen, in der Schweiz macht jedes Kanton wohl irgendwas anderes. Da gibt es sehr viele Ferientermine. Da könnt ihr euch dann gleich die wichtigsten Daten fürs Schuljahr raussuchen. So, wenn wir weitergehen, dann haben wir die Jahresübersicht. Da können wir schon alle Termine eintragen, die wir schon fix fürs Jahr kennen. Wir haben hier einmal das erste Schulhalbjahr und dann das zweite Schulhalbjahr. Und wenn wir ganz weit in die Zukunft planen wollen, dann können wir hier sogar schon für das Schuljahr 23/24 uns Termine notieren, wenn wir da schon was wissen. Dann können wir uns die Geburtstage der Liebsten eintragen. Und jetzt geht es eigentlich ans Kern des Schulplaners. Wir kommen zu den Wochenseiten. Jeder Monat fängt an mit einer, wie gesagt, so, ich nenne es mal, Spiel- und Spaßseite. Und einer Übersichtsseite, man hat den Monat, man kann sich Notizen machen, Ideen oder To-Dos für den Monat eintragen. Designtechnisch ist es immer zum Monat oder Jahreszeit angepasst. Und dann beginnt der eigentliche Planer. Wir haben immer eine Woche auf einer Doppelseite und Platz für 10 Unterrichtsstunden. Außerdem können wir Dinge für Samstag, Sonntag noch eintragen. Wir haben Platz für Highlights der Woche, To-Dos und können auch Notizen machen. Von daher, hier können wir uns immer unsere Schulwoche planen. Und wer hätte es gedacht, das zieht sich jetzt natürlich so durch. Also das ist der Hauptteil des Schulplaners, die Wochenübersicht. Können wir ein bisschen weiter blättern in den, was machen wir, gehen wir mal rein in den März, einfach mal hier als Spiel- und Spaßseite. Wofür warst du heute dankbar? Ja, da können wir uns 31 Dinge reinschreiben, wofür wir an jedem jeweiligen Tag dankbar waren.
Alles zeige ich euch, wie gesagt, nicht. Deshalb springen wir jetzt direkt weiter nach hinten. Nach der Wochenübersicht kommen nämlich dann die Klassenlisten. So, wir können uns hier bis zu 35, theoretisch sogar 36 Schülerinnen und Schüler eintragen, jeweils noch mit Kontaktdaten. Wir haben den Stundenplan der Klasse und können hier uns ganz individuell die jeweilige Sitzordnung der Klasse eintragen. Und dann haben wir ganze 4 Seiten für Noten. Also, wem das nicht reicht, der macht definitiv etwas falsch, weil so viele Noten kann man eigentlich in einem Schuljahr gar nicht vergeben, dass hier der Rahmen gesprengt wird. So, bevor man jetzt anfängt, jeweils die Namen der Schülerinnen und Schüler immer nochmal einzutragen, kann man das Ganze auch hier umklappen, einmal knicken, ich mache das jetzt ganz schnell, und dann reicht es, wenn wir es einmal eintragen und haben dann jeweils Platz für die Noten. Und ich sehe, es ist kein Platz für einen 36. Schüler, denn hier ist Platz für den Durchschnitt. Aber das wäre auch schon eine arg große Klasse. So, Platz ist für insgesamt, wir zählen einfach mal vorne nach, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Klassen. Das sollte auch in den allermeisten Fällen ausreichen. Dann springen wir noch ein bisschen weiter. Jetzt kommen die einzelnen Klassen mit den ganzen Klassenlisten. Und danach, hier haben wir beispielhaft, wie das aussehen könnte. Und danach kommen, wenn ich sie irgendwann finde, die Sonderseiten, nenne ich es mal. Wir haben zum Beispiel To-Do-Listen, die wir uns natürlich, wenn es nicht reichen sollte, noch rauskopieren können. Dann Platz für Elterngespräche, damit es auch alles dokumentiert ist, wann das war, was die Ergebnisse waren etc. Wir können die Kontakte unserer Kolleginnen und Kollegen eintragen, andere wichtige Kontakte und dann Vertretungsstunden, vielleicht auch ganz praktisch, dass man weiß, wann man welche Klasse irgendwie vertreten muss. Und dann haben wir noch Platz für verliehene Materialien, damit wir auch wissen, von wem wir was zurückbekommen, weil wir es eben ausgeliehen haben. Und wir können direkt schon in die Planung fürs Schuljahr 23/24 einsteigen und haben zusätzlich noch diverse Seiten für andere Notizen, die immer mal wieder so zwischen den Stunden aufkommen. Wenn wir irgendwelche losen Blätter haben, dann haben wir hier hinten eine praktische Tasche, wo wir die reinschieben können, sodass sie dann auch nicht in der Gegend rumfliegen. Ja, und das war der schnelle Durchlauf durch den Design-Schulplaner von Betzold für das Jahr 22/23. Der A5-Planer hat ebenfalls eine Lasche, um lose Blätter einzuschieben. Das Praktische beim Ringbuch ist, wir können es komplett einmal umdrehen und haben dann nicht immer den ganzen Planer offen, sondern können uns auf eine Seite konzentrieren. Wem das mehr zusagt, der greift zum Ringbuch. Kleiner Nachteil, der Ringbuch-Schulplaner hat keine Tasche für lose Blätter. So, das waren die Schulplaner. Es gibt noch einen, ich sag mal, den langweiligen Standard-Schulplaner. Der kommt ohne den ganzen Schnickschnack aus. Der konzentriert sich aufs Wesentliche. Stundenplan, Wochenübersicht, Klassenlisten und dann halt die Noten. Da gibt es keine, das ist nicht bunt, das ist ganz farbarm. Aber wer sich eben aufs Wesentliche konzentrieren will und einfach sagt, ich brauche eine Klassenliste, ich brauche irgendwas, wo ich Noten eintrage, dann kann man auch den Standardplaner nehmen. So, aber im Design des Design-Schulplaners
gibt es auch noch zusätzlich zwei Kalender. Einmal einen Tischkalender, da haben wir ebenfalls eine Jahresübersicht und auch die Jahresübersicht, ebenfalls auch bis 2023 Juli, dann die Geburtstage und genau das wollte ich eigentlich, auch die Feriendaten für Österreich, für Deutschland, Österreich und die Schweiz und die Feiertage. Und dann haben wir ebenfalls natürlich unsere Wochenübersicht. Das heißt, wer auf dem Schreibtisch noch so einen Tischkalender braucht, der kann auch hier seine To-Dos für die Woche eintragen, hat auf jeder Seite noch Platz für Notizen und anderes. Also wenn man einfach am Schreibtisch schnell was zum Schreiben braucht und sich Dinge notieren will, der Tischkalender ist da ideal geeignet und ja, zieht sich auch so einmal durchs Jahr durch mit den ganzen netten kleinen Designelementen. Das Besondere ist, es gibt auch noch ein Lineal dabei. Ganze 24 cm kann man jederzeit dann abmessen. So, wer was nicht für den Tisch braucht, sondern für die Wand, für den ist der Schulwandkalender das Richtige. Der hat für jeden Monat einen netten Spruch parat, der motiviert, auch mal einfach lustig ist, sodass jeder Monat, wenn man drauf schaut, einem ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubert. Ja, auch hier können wir natürlich immer unsere Termine eintragen, die wir in dem jeweiligen Monat so vor uns haben. So, schauen wir mal rein, was gibt es da so für Sprüche? Der November ist vielleicht prädestiniert. Ich hatte noch keinen Kaffee, ich überhole, das ist keine Übung. Ich hatte noch keinen Kaffee. Ja, ohne Kaffee geht morgens bei den meisten gar nichts. Ja, und das war meine Übersicht über die Schulplaner von Betzold für das Schuljahr 22/23. Jetzt seid ihr gefragt, entscheidet, ist das der schönste Schulplaner für das nächste Schuljahr? Ja oder nein? Ich hoffe es natürlich. Wenn ihr den haben wollt, dann geht in unseren Shop. Link ist, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Ja, nur solange der Vorrat reicht. Meistens sind genug da, aber schadet ja auch nicht, rechtzeitig zuzugreifen. Dann kann man schon mal vorplanen. Oder immer gut natürlich als Geschenk für eine Kollegin, einen Kollegen oder eben auch einfach einen Bekannten, der oder die Lehrer oder Lehrerin ist. Das war's soweit. Schreibt unten in die Kommentare, wie euch gefällt, ob ihr Verbesserungsvorschläge habt von anderen Schulplanern, die ihr schon kennt, ob ihr noch irgendwas gern drin hättet, was wir jetzt vielleicht noch nicht drin haben. Wir versuchen die natürlich immer zu verbessern. Und ja, spätestens nächstes Jahr zeige ich euch dann die Schulplaner fürs nächste Jahr. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei denen. Ja, danke fürs Zuschauen. Lasst gerne noch einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen. Und dann sehen wir uns demnächst wieder hier bei Betzold TV. Ich bin der Christoph und tschüss.